Ja, hallo, ich bin Hans Kamm, heute mit einem neuen Video. Und zwar heute gibt es wirklich einige sehr interessante Informationen zu dem neuen großen Update der Patch 14.2.0, wer jetzt auf den Servern aufgespielt worden ist, Leute. Und ich sag euch, es... Ja, gegenseitig blockieren kann man mal machen. Einige Überraschungen, von denen ihr wahrscheinlich noch gar keine Ahnung habt. Nämlich alles, nicht alles stand in den Patch Notes drin. Was es mit dem neuen Update alles Neues gibt und was ihr auf jeden Fall wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Video. Und dann, das ist kein Scherz, was ich euch jetzt sagen werde. Und zwar in Fortnite der Loot Fight. Der Lootfight hat begonnen. Da haben insgesamt 3000 Leute die Chance, sich 300 V-Bucks zu verdienen, kostenlos, wie das Ganze funktioniert und was man noch gewinnen kann. Nämlich 25.000 Leute haben insgesamt die Chance, eine sehr exklusive Tarnung sich freizuschalten, Leute. Alle Informationen gibt es natürlich heute in diesem Video. Falls ihr auf den Kanal seid, lasst gerne kostenlos Abo da und Ehrenmänner kommen, Leute. Heute mal ein bisschen supporten. Ihr stand hier als Supporter Creator. Ich küsse eure Augen. Kommen wir aber erstmal zu der neuen Sache, und zwar, es gibt jetzt neue Styles, und zwar jeweils die Dark bzw. die bösen Varianten von Skins. Unter anderem seht ihr hier einmal den Abstract-Skin, der auch schon ewig in Fortnite drin ist. Den gibt es jetzt hier in dieser, ja, lila-schwarz-Variante, oder rosa, kann man auch sagen. Sieht sehr, sehr geil aus. Dann gibt es noch die Ventura-Skins, auch in der... Kurz mal, wo ist dein Kollege? Einmal kurze Befragung. Ah, dachte, kannst hier 300 IQ-Move machen, ne? Aber nicht mit mir, Kollege Schnürschuh. Finde ich, sehen sehr, sehr geil aus. Dann unter anderem gibt es auch einen neuen Wolverine-Style. Der sieht so krass aus, Leute. Das ist dieser classy Wolverine-Style, den man auch aus den Filmen kennt. Sieht einfach babamäßig aus. Und der wird dann jetzt auch für Wolverine verfügbar sein, wenn er denn endlich freischaltbar ist durch die ganzen Herausforderungen. Zusätzlich ist geleakt worden, wir werden einen neuen Blade-Skin . Okay, Aim ist heute anders krass, sag ich ehrlich, ne? Die sehen ja gar nicht mehr durch, die wissen ja gar nicht, was abgeht, Alter. Den Blade-Skin, den wir wahrscheinlich bekommen werden, beziehungsweise nicht wahrscheinlich, den werden wir zu 100% in den Datenfiles bekommen, werde ich euch mal einblenden, sieht extrem nice aus und freue ich mich schon sehr drauf. Dann wurden auch einige Skins geleakt, die wir in den nächsten Wochen bekommen werden, die jetzt schon in den Datenfiles mit Bildern drin sind. Einmal gibt es hier spezielle Varianten von... Ja, ich wusste das, Leute, weil die campen hier immer den Tresor ab, diese 31er, und die sind hier irgendwo drinne. Ich hab's gerochen. Das hat hier so nach Scheiße gestunken, Leute. Das habe ich, keine Ahnung, wie weit gerochen. Jedenfalls werde ich euch alle Skins hier einblenden. Die haben zwei Varianten, muss ich sagen. Die sehen sehr geil aus. Unter anderem einmal die Comic-Variant und einmal die normale Variante. Aber ansonsten sind jetzt die Skins nicht so special. So, was macht ihr jetzt? Da macht ihr jetzt hier Kaffee trinken oder was? Leute, auf jeden Fall zwei Leute, die da campen. Die meint's richtig ernst. Läufung. Bro, was ging hier ab, Alter? 10 Kills. Holy moly, Macaroni. Wie gesagt, alle Skins werde ich euch mal hier eingeblendet haben. Dann neu mit hinzugefügt worden ist, werdet ihr alle wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Und zwar, Wolverine ist jetzt endlich im Spiel drin. Wo hält er sich auf? Und zwar im Bereich
von Weeping Woods, Leute. Wolverine hat sozusagen keinen festen Standort. Der rennt die ganze Zeit durch Weeping Woods rum, hält sich oft bei den Gebäuden auf. Aber einige Leute und einige Videos habe ich schon gesehen, da haben die den sogar in Slurpee Swamp gefunden. Also das ist irgendwie sehr, sehr komisch. Der streift da durch die Wälder, macht sein Unwesen und verbreitet Angst und Schrecken, Leute. Aber Wolverines Clown und der Boss sind jetzt im Spiel drin, aber sollte auch schon jeder von euch mitbekommen haben. Zusätzlich eine neue Superheldenfähigkeit wurde auch hinzugefügt, und zwar die Storm-Wirbelsturm-Attacke. Für die Leute, die nicht wissen, was man da macht, ganz einfach, Leute, das ist diese Storm-Attacke, die euch einfach nach hinten schleudert. Nicht eine sonderlich starke Attacke, muss ich sagen. Es ist halt so ein kurzer Wegschleudermoment, aber ansonsten eigentlich nothing special. Auch die Wolverine Clown finde ich nicht so stark. Werde ich, also, keine Ahnung, Leute. Ich gehe da lieber hier zu Iron Man und hole mir den Uni-Beam oder wie das dieser Beam hier auch immer heißen mag. Der ist so krass. Der nimmt eh alles auseinander. Dann gibt es auch einen neuen Ort. Ganz interessant, und zwar hinten bei Holy Hatches, neben der Tankstelle, wurde jetzt ein Superstore hinzugefügt. Und dieser Superstore sieht jetzt noch nicht sehr krass aus. Aber das wird sich in den kommenden Wochen ändern. Und zwar im Superstore könnt ihr nämlich unter anderem erkennen, dass sehr, sehr viele Paletten rumliegen. Und diese Paletten werden dafür genutzt, um den Store nach und nach aufzubauen. Also können wir hier in den nächsten Wochen einige sehr interessante Map-Veränderungen zu dem Store bekommen. Aber keine Ahnung, was da verkauft wird. Vielleicht gibt es da irgendwie noch ein paar Sondersachen. Dann Fortnite feiert den 3. Geburtstag. Und es geht auch schon jetzt am Wochenende los, Leute. Und zwar der Geburtstag zu Fortnite wird wirklich babamäßig werden. Es gibt extrem viele kostenlose Gegenstände, die ihr euch alle freischalten könnt durch Herausforderungen. Ich werde euch mal hier alle Herausforderungen einblenden, die am Wochenende jetzt freigeschaltet werden. Also da müsst ihr euch einfach einloggen in Fortnite, dann könnt ihr auch schon loslegen und könnt das Ganze freischalten. Man kriegt unter anderem wieder einen Backbling, einen richtig nice Emote, alles drum und dran, Leute. Alles hier auf einen Blick sieht sehr, sehr nice aus, muss ich sagen. Und es werden auf der Karte Geburtstagstorten wieder auftauchen. Diese Geburtstagstorten solltet ihr eigentlich auch alle bereits kennen. War ja schon im letzten Jahr so gewesen, dass da drum denn so kleine Küchlein sind und diese Küchlein ihr aufessen könnt und dadurch dann Schild und Gesundheit generiert. Also richtig OP sind diese Teile. Finde ich eine sehr... Oh mein... Er macht richtig Flickflack auf so einen Tag. Ja, der denkt auch, ich bin blöd, ne? Oh, weg mit dem. Hä, wie konnte der gerade bauen? Warum gehen die auf mich und nicht auf die Gegner da vorne? Das verstehe ich irgendwie nicht. Voll weird. Der Geburtstag wird dann unter anderem noch einige Map-Veränderungen mitbringen, wie unter anderem Ballons werden überall aufgeteilt und hingestellt. Und super, so eine kleine Sache wird es halt geben. Ich habe keine Ahnung, wo der Typ hin ist. Die sind einfach unsichtbar gewesen. Also wird es am Wochenende auf jeden Fall sehr interessant. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu der krassesten Sache. Ich verstehe nicht, warum die Bots nicht auf die Gegner schießen. Die sind doch da unten. Ganz weird, was hier abgeht. Übrigens, der Midas-Fisch, werdet ihr wahrscheinlich auch alle mitbekommen haben, ist auch im Spiel drinne. Der Midas-Fisch hat eine Spawnrate von 1% und wichtig, bis dato, die meisten Leute haben den Midas-Fisch nur um Authority gefunden. Also offiziell. Offiziell muss man sagen, kann man theoretisch den Midas-Fisch überall angeln, aber bis dato alle Spieler haben ihn wirklich nur um Authority in den Fischschwärmen gefunden und ihr könnt ihn auch nur angeln
mit der Profi-Angel. Nochmal ganz, ganz wichtig. Nicht, dass ihr das probiert irgendwie mit einer normalen Angel. Ich werde euch mal hier einen kleinen Ausschnitt einblenden. Ich habe den ja schon im Kampflabor gefangen gehabt. Auch mega glücklich gewesen. Und dieser Fisch wertet wirklich alle Waffen im Inventar auf legendär auf. Und anstelle des Fisch, also ihr konsumiert ja den Fisch, dann ist der Fisch ja weg, erhaltet ihr eine random legendäre Waffe, wie unter anderem... okay, das Spotty Boy. Eine Scar oder eine Aug, also irgendwas Legendäres dann auf jeden Fall. Finde ich sehr nice. Der Fisch ist wirklich zu krass, aber Spawn Rate, sage ich euch ehrlich, Leute, ist zu niedrig, dass man den in einem normalen Game finden kann. Also macht euch da lieber nicht so viel Hoffnung. Ja, die warten da. LOL! Digga, die müssen noch... ah, er sollte, glaube ich, down gehen. Ich kann ja nicht unendlich Leben haben, Alter. Ich glaube, ja. Situation geklärt. Ich wollte schon sagen, ich glaube nicht, dass es noch in der Zone reinschafft. Jedenfalls, Leute, das große neue Fortnite Loot Fight Event oder der Lootkampf ist jetzt gestartet und ihr könnt da wieder in meinem Team mit dran teilnehmen. Und diesmal ist es richtig geil, Leute. Es gibt insgesamt 4 verschiedene Teams. Einmal SU, Hey Stan und Fix, Leute. Ihr könnt natürlich auch gerne bei den anderen ins Team reingehen. Aber wenn ihr natürlich im Gewinnerteam sein wollt, solltet ihr bei mir mit beitreten. Und bei diesem Lootfight, die ersten 3000 Leute, also die am meisten Punkte gemacht haben, aus meinem Team am besten die Aufgaben erfüllt haben, werden 300 V-Bucks bekommen. Und falls unser Team das Team sein sollte, was am Ende gewinnt, Freunde, wovon ich stark von ausgehe, dann werden wir eine sehr exklusive Augentarnung bekommen. Also macht kein Auge, die Augentarnung ist dann für uns. Ich werde euch die hier mal einblenden, wie das Ganze aussieht. Also Freunde, seid auf jeden Fall aktiv. Und wichtig, Leute, ihr müsst innerhalb von den 24 Stunden mindestens einen Punkt erspielt haben. Nämlich, wenn ihr nicht aktiv seid, werdet ihr automatisch aus dem Team rausgekickt. Also Freunde, checkt Lootfight ab. Das ist der erste Link unten in der Beschreibung. Tretet mein Team bei. Und wichtig, Leute, ihr müsst aktiv sein. Ihr geht halt einfach auf Aufgaben und dann seht ihr so, was ihr für Aufgaben erfüllen könnt, um Punkte fürs Team zu sammeln. Und die ersten 3000 aus meinem Team bekommen 300 V-Bucks, Freunde. Und ich sag euch, ihr müsst auch schnell sein, weil es gibt nur 25.000 Plätze in meinem Team. Würde ich mich natürlich freuen, Leute, wenn ihr mit am Start seid, wenn ihr heftig grindet. Ich hoffe, Team Standard Skill wird hier den Sieg wieder nach Hause führen. Aktuell, zum jetzigen Zeitpunkt, sind wir Platz 1. Das soll natürlich auch so bleiben. Und wir werden auf jeden Fall hier die nächsten Tage für den Lootfight grinden, dass wir auf jeden Fall eine richtig dicke Tarnung bekommen. Ja, Thor's Hammer spiele ich jetzt nicht so unbedingt. Dass wir die dicke Tarnung bekommen und natürlich eventuell Top 3000, 300 V-Bucks, Leute. Nimmt man doch kostenlos mit, meiner Meinung nach. Ich frage mich, spiele ich hier Duo oder Teams, Alter? Ich habe das Gefühl, dass jemand mehr als 2 Leute gegen mich sind. Was macht der da? Ey, diese 73er-Hits, ne? Kannst du auch sagen, was du willst, aber... okay, Digga, er war einfach wirklich, man sieht auch, wie wer spielt so, er war einfach wirklich besser gewesen. Gönne ich ihm natürlich den Kill. GG, Leute. Checkt Lootfight ab, seid mit im Team Standard Skill dabei, würde ich mich sehr drüber freuen, Leute. Erster Link oben in der Beschreibung. Und dann werden wir das Ding auf jeden Fall zusammen bocken. Stani als Supporter Creator eintragen, ich küsse eure Augen. Das war's gewesen, Leute. Schön mit Öl.